Ja, hallo zusammen und willkommen zur nächsten Let's Play Planet Coaster Folge. Ich habe jetzt gerade vorher gemerkt, dass mein Recording Tool sich aufgehängt hat, währenddessen ich gebaut habe. Und ja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ich habe noch nicht so viel gebaut. Ich zeige euch, was ich gebaut habe. Und zwar habe ich hier diese Küstenlinie etwas verziert, viele Steine hier platziert, einen Archway, dieses Zelt hier und auch diese kleine Insel habe ich hier noch verbaut. Jetzt habe ich mir überlegt, gut, ich war vorher, habe ich etwas erklärt, ich habe mir überlegt, dass ich zum Beispiel hier diese Ecke ist ja noch ziemlich leer und ist ziemlich offen. Ich habe mir dann überlegt, gut, das Hotel hier oder das etwas, das wie ein Hotel aussehen könnte, irgendwann mal, das wird abgerissen. Auch das Riesenrad werde ich abreißen. Dann haben wir hier wirklich einen großen Fleck. Und ich habe mir dann überlegt, hier könnte man eigentlich mit verschiedenen Höhen arbeiten. Allenfalls können wir dann sogar hier einen Coaster verbauen. Und ja, ich versuche jetzt mal hier dieses ganze Ding zu löschen. Nein. Kann man das löschen so? Ja, geht. Super. Und das hier kann man nicht löschen. Gut. Also gut, ich werde jetzt einfach mal hier weitermachen. Ups, weitermachen und zwar werde ich mal hier alle Bäume entfernen. Dann können wir da noch einmal weiterbauen. Ist also jetzt das erste Mal überhaupt in diesen über 30 Folgen, wo ich ein gebautes Gebäude aus einer vorigen Folge gelöscht habe. Sozusagen also eine Premiere. Aber ab und zu braucht es das, dann gibt es Platz für Neues. Das ist immer noch ein Fehler vom Spiel, die kann man nicht löschen. Obwohl sie eigentlich in unserem Gebiet drinstehen, kann man sie nicht löschen. So, das Star Wheel. Much scenery, ja, gut, rot, löschen. So, und jetzt müssen wir hier da alles mal wegmachen. Aber wieso kann man das nicht löschen? Eieiei. Ah! Wie kann ich jetzt das löschen? Ach so. Gut, jetzt sind die Leute sind da schon etwas weggegangen. Gut. Warten wir noch, bis sie alle weg sind. Unterdessen können wir diese Tafel ja verschieben. AM war das genau. So. Ja, das war nach Zeiten. Da habe ich mal etwas gebaut. So gesehen eigentlich eine elektronische Anlage für die Scheinwerfer. Sehr simpel, diese Bauart. So. Also, jetzt haben wir hier Platz für das neue Gebiet. Und jetzt, ich werde jetzt als erstes das Ganze mal absenken, so dass wir überall Platz haben und dass überall der See kommt. Hier noch etwas höher.
Werde sich jetzt vielleicht fragen, so, hä, was macht jetzt der Jay da? Ja, ich werde jetzt das mal alles absenken, weil dann haben wir das, die Wasserlinie, und die Wasserlinie ist dann ja der Nullpunkt. Und jetzt könnte ich, glaube ich, das nehmen hier. Ja, das geht. Machen wir das mal bis hier vor. Nein. Cazzo. Sieht doch auch lustig aus. So. So, jetzt haben wir hier den Wasserspiegel, müssen wir jetzt natürlich wieder machen. Warte, was habe ich hier genommen? Nein, ich glaube, das Dirty wurde. Ja, das ist scheiße, das ist eben der Dreck am Wasser. Irgendwo ist es jetzt nicht genug hoch. Jetzt müssen wir da mal überall schnell kurz drüber fahren. So. Ah, wieso geht's jetzt nicht? Naja, sei es drum, wir bauen jetzt hier mal weiter. Es ist ja alles noch in Planung. Und wie man jetzt sieht, sieht man ja, dass das ganze Terrain hier jetzt so ein bisschen verflossen aussieht. Und das möchte ich eigentlich jetzt so weiterziehen. Und jetzt machen wir da mal so kurz einen Lupf hier. Und dann machen wir so. Und dann nimmt er immer diese Höhe. So. So. Und jetzt machen wir hier das Ganze etwas schmaler. Ja. Jetzt machen wir hier nochmal einen hoch. So. Ups. So, und jetzt, ich habe keine Ahnung, was das schlussendlich werden wird, aber ich habe das Gefühl, es könnte was wirklich Schönes werden. Wenn man jetzt hier drunter schaut, dann haben wir hier so eine Cave, ne? Mal schauen, ob wir dann da später eine Achterbahn durchkriegen.
müsste eigentlich gehen. Jetzt können wir hier noch das Wasser machen. Yes. Das geht sogar ziemlich hoch. Das ist toll so. Aber ich glaube, ich nehme hier das Calm Water. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus so. Hier haben wir auch noch Platz. Da kann man es jetzt nicht ganz so weit oben machen. Wir machen das mal so. Hier müssen wir noch irgendwas rausfinden. Hier stimmt irgendwas mit der Wasseroberfläche nicht mehr. Vielleicht liegt das daran. So, jetzt haben wir hier so mehrere Stufen. Gut, es sind jetzt eigentlich nur eine, zwei, aber ich denke, wir könnten jetzt hier so ein versuchen, einen Coaster zu bauen, der dann auch ein bisschen über dem Wasser gebaut ist. Dazu machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen eine Terrain-Erhöhung. So, dann machen wir hier die Coaster Station drauf. Und jetzt überlegen wir mal, ich muss mal schauen, was habe ich denn alles für Coaster hier. Also wir haben hier den Dive Coaster, wir haben da drüben diesen, diesen Barracuda Bermuda irgendwas. Dann haben wir hier den Oldschool Coaster und hier hinten habe ich noch mal einen Coaster. Was haben wir denn hier? Ah, mittlerweile hat es hier auch Leute auf diesem Coaster, das gefällt mir sehr gut. Irgendein Looping Coaster, okay. Dann werde ich jetzt wohl auch mal noch diesen ersten, diesen, wo ist der mit der einen Schiene? Da, Single Rail, der Basilisk, genau. Und jetzt müssen wir aber schauen, ich hätte gerne in welche Richtung geht er jetzt? Nein! Oh. Kosten Basilisk so raus, gehen wir so da hoch. Ah, das sieht jetzt dumm aus unten, ne? Mit diesen Stützen. Gut, das können wir nachher kaschieren. Und der Ausgang ist dann da drüben. Den machen wir hier so runter, okay. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie das Ganze hier aussieht. Was haben wir denn hier? Chain Lift Start, gut. Ja, den kann ich nicht hochbauen. Ah doch. Nein. Ah. Der geht auch ganz hoch, okay. Ja, das sieht aber, ich finde, das sieht immer irgendwie etwas komisch aus. Mache ich lieber
ein bisschen längeren Lift, der aus meiner Sicht besser aussieht. Aber das ist doch kein Chainlift. Was ist das? Oh, das ist der Chainlift End. Aha. Gut. Und jetzt, wie komme ich hier wieder weiter? Nein. So. Gut. So, und jetzt möchte ich da ja. Aha, so. Also jetzt bauen wir da noch einen, so. Hier bauen wir noch einen, so. So, und jetzt kommt das End. Kommt der jetzt da noch hoch? Ich raff's nicht. So, und jetzt ziehen wir diesen. Macht er das? Jetzt könnten wir eigentlich das Ganze so. Jetzt versuchen wir hier so runter, dann eine Kurve. Könnte etwas dauern. Wieso geht das nicht?
So geht das nicht. Ah. Das ist doch zum Kotzen. Ich muss hier. Gehen wir halt hier rüber. Dann muss ich aber wieder zurück. So. So, ja, jetzt haben wir es raus, den Bogen. Ich hoffe, ich komme hier wieder durchs Wasser weiter. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, wir werden noch viel zu tun haben an diesem Coaster. Also ich denke, in den nächsten 2-3 Folgen wird sich alles um diesen neuen Coaster, drehen. Wie man sieht, der Coaster dreht sich ebenso. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem Ganzen, etwas ein bisschen durcheinander. Aber ich denke, wir werden hier noch einiges Schönes kreieren mit diesem Red Coaster hier. Ich werde ihn natürlich dann noch themen und etwas anders verpacken. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!